Und eine. Die sind zu weit auseinander. Toll. Toll. Ja! Timmy, toll. Toll! Goal! Nein, toll. Toll. Tolisso. Tolisso. Corentin Tolisso. Hat der schon irgendwas in der Bundesliga gerissen? Nein, nee, toll. Nicht. 40 Millionen für umsonst rausgeworfen. Der war ein bisschen gehypter sonst. Für irgendeinen so 19-Jährigen tu nicht gut. Der wird eh nächste Saison wieder verliehen oder verkauft. Ja. Das finde ich so arm. So Sanchez oder so. Eigentlich ein super Talent, wird auch einfach verkauft. Genau. Emre Mor, super Talent, wird auch wieder verkauft. Ja, aber ich glaube, das liegt nur daran. Ja. Ich glaube, das liegt nur daran, dass der Trainer jetzt anders ist. Ich glaube, bei Tuchel hätte der viel mehr gespielt. Tuchel ist ja eher so der Nachwuchs. Ja, ja. Akademie. Hurensohn. Ja, genau der. Ich hätte auch gern Tuchel länger da gesehen. Ja, ich auch. Ja, nee, ich weiß, du verarschst mich jetzt, aber mir hat das gefallen, dass der eher so den Jungen eine Chance gegeben hat. Ja, ja. Ja, Paslak und Mulisic und Marco Mula und Konnenbuch. Konnenbuch einfach. Dortmund-Legende. Oder der Lukas Siegmund, der mal ein Jahr bei Atletico Madrid verbracht hat, ausgeliehen. Das wird dir jetzt also, wahrscheinlich. War der echt das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ne? Das ist so ein Test 15 so. Echt? War der Atletico Madrid oder war der nicht irgendwo. Keine Ahnung. Sandhausen. Atletico Madrid. Sandhausen war ich selber. Genau, PES, das einzige deutsche Team in PES 15, das lizenziert wurde, war der SV Sandhausen. Ich war ja Karabakh FK. Sind jetzt die Partnerschaft mit Konami eingegangen. Ja. Dortmund, Liverpool, Barca und Sandhausen. Das wär's doch mal. Hallo. Hauptsache, ich kaufe PES auch immer noch jedes Jahr und ich spiele das niemals. Weil FIFA einfach viel besser ist. Eben schlafen gehen. Ach Junge, 6 Minuten gespielt. Ja, sorry. Kannst du nicht sein, Klick ja, okay, auf, aber Abseitsposition, jetzt habe ich Zeit. Weil die dritte Liga ja so gefährlich ist. Jede Sekunde ein Tor kassieren können. Wie ist die dritte Liga so? Tot langweilig. Also und ich gewinne alles 5-0. Auch gegen Hoffenheim. Bist du schon im Bett? Ja. Okay. Ne, dritte Liga habe ich bislang noch gar nicht gespielt. Also gar nicht. Warum solltest du auch? Keine Ahnung, ich will einfach mal wissen, ob die ja deutlich schlechter sind oder immer noch so sich anfühlt wie die zweite Liga oder keine Ahnung. Wir haben im Schnitt 2,5 Sterne. Also das ist sowas wie ein Team komplett aus Spielern aus der Fußballschule. Nur, dass diese, also kannst du einfach nur, dass diese skillen. Nachwuchskicker dann die auch noch 5-0 weghauen. Okay. Oh shit. Oh, ich werd die ganze Zeit geblockt. Ich habe mir mal so ein Team erstellt, wo ich die ganzen Talente, die man so kennt, so Tielemans und die anderen, all gekauft habe. Die ganzen Superstars verkauft habe. Und dann bis zur, keine Ahnung, bis zur vierten Saison oder so simuliert habe. Und die sind dann richtig OP. Also richtig. Das Team ist komplett durch die Decke gegangen. Die gewinnen selbst gegen Real Madrid 5-0 oder so. Also, die sind richtig krass. Jetzt musst du Interesse zeigen und sagen, wirklich Pascal? Wirklich Pascal? Ja, also das war echt nicht mehr normal. Ist das, kann man da
kann der Steven Spielberg darüber oder der George Lucas auch einen Film darüber machen? Ja, können sie eigentlich wirklich. Aber da fehlen noch so gewisse Lichteffekte. Heißt dieser Film dann Pascals simulierter Karrieremodus? Ja. FIFA Wars, die Rückkehr. FIFA 18 oder welcher? Nee, FIFA 17 natürlich. Nee, ich meine, weil Juri Tielemans sticht jetzt nicht so wirklich raus, ne? Ja, denkst du nicht, ne? Aber der entwickelt sich echt über die Jahre echt krass. Also der, wenn du den selbst spielst, ne, der ist nicht, keine Ahnung was er ist, ich glaube 79 oder so. Der ist nicht so schlecht. Also der ist schon eigentlich so ein Vidal oder Pirlo oder Schweinsteiger oder so. Meine sind im Schnitt 66 und die spielen immer noch hier wie Ronaldo. Und ich habe mein Team, glaube ich, zu stark gemacht. Also die marschieren momentan in Legende fast schon wieder durch. Ja, nee, offenbar ja nicht. Ja, dann hast du die neuesten Folgen noch nicht gesehen, die ich noch gar nicht veröffentlicht habe. Ich meine ja nur, wenn du gegen wenn du auf Weltklasse Scheiße spielst, dann frage ich mich, wie man auf Legende ist, weil der Computer weiß ja echt immer, was du machst. Ja, es geht, aber das ist echt spannend. Also ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, boah, ist das langweilig, ne? Weil ich alles gewinne. Oder ich kann jetzt schon sagen, ich bin Erster in der Liga. Bist du Erster? Jetzt musst du wenigstens kämpfen und das alles als interessant sein. Erster in der Liga? Nein, bitte. Das werde ich jetzt nicht beantworten. Das sind nämlich ganz geheime Sachen. Ah, okay. Ah, Gott. Ja, wieder. Wie da. Macht man jetzt nochmal dieses enge Dribbling? Meinst du? L1. L1, R1 oder was? Nein, einfach nur L1 halten. Ah, gut. Ja, dann läuft er genauso wie Robben. In FIFA 17, weißt du noch? Ja, aber ich frag mich, ob man dieses enge Dribbling am besten einsetzen kann, weil ich benutze fürs Dribbling nur Shielding. Ja, aber beim Shielding stehst du, ne? Dieses enge Dribbling, da läufst du wenigstens so ein bisschen und kannst dich halt direkt umdrehen. Ich mache immer diese Drehungen drin und alles. Ja. Da laufe ich an den Gegnern einfach vorbei. Aber ich mache immer so kleine Haken, aber. Geh jetzt mal nur mit dem engen Dribbling. So, kommt her, ich bin Messi! Ich bin Messi! Aus irgendeinem Grund können die dann dir nur schwerer den Ball abnehmen. Außer du läufst halt voll in den Gegenspieler rein. Was mir noch nie in meinem Leben passiert ist. Ja. Ach, fuck you, Mann, Alter. Komm, piss dich, Alter. Ja, 11 Meter vom Gegner. Ja, gut, komm. Ja, meine Abwehr besteht nur aus Türken. Der Serkan Cilic. Kommt die gelbe Karte. Und jetzt wieder eine Chance, den 11 Meter. Oh, er läuft weiter zurück, er nimmt Anlauf. Komm, Achim Schmidt. Den hast du. Ey, der Chip. Ach, ey. Er hat ein Panenka gegen mich gemacht, der Computer hat mich gechippt, ey, ich glaub's nicht. Lol. Ja, ich sollte Rage kriegen. Lol. Ja, eigentlich schon. Direkt auswechseln lassen. Ja. Aber alle. Man darf übrigens öfter als dreimal in Vorbereitungsmatches wechseln, ey, passt geil. Ja, das weiß ich. Das weißt du? Ja, das weiß ich. Cool, Alter, ich darf mehr als dreimal wechseln. Weiß ja nicht, dass das muss, ne? Du hast noch nie in International Champions Cup geguckt, oder? Wenn die da ab der 60. Doch. Immer 20.000 Leute unten an der Linie stehen haben. Wo so nee, junge Bengals und Cristiano Ronaldo. So, jetzt mach mal hier. Bam, bam, bam. Und Tor. Und Tor. Und Tor. Ja. Yeah. Ich höre immer dieses Ja. Yeah. Ja, das zeigt, dass ein Tor passiert ist. Es gibt dieses... Komm weiter. Es gibt diesen Kreisliga-Flair. Wenn gleich mal ein Foul passiert, dann habe ich noch was anderes für dich. Geil, ich freue mich schon drauf.
gibt auch jetzt so ein neues Feature, das heißt druckvoller Pass. Ja, das kenne ich auch. Es gibt auch so ein Feature, das heißt Skills. Das kenne ich nicht. Auch so ein neues Feature, das heißt lange tödliche Bälle. Und die, so kannst du auch mal den Lenniger schicken. Der ist nämlich ziemlich fett, ey. Also der ist ziemlich... Oh mein Gott! Ja! Nehmen wir das gleiche. Ja! Und Doppelpark mit von Alexander Vermeulen. Oh, scheiße, da hätte ich einen Fallrückzieher machen können. Und jetzt Marco Mula. Den Namen finde ich immer so witzig, weil das doch kein Nachname ist, Alter. Doch. Marco Mula, ist der Deutscher oder was? Ne, der ist... Was ist der, Rassist. Ja, das ist Rassist. Nationalität Rassist. der ist... Sören Bertram. Nicht Türke, vielleicht Italiener. Ja, ich glaube Italiener. Dann Luca Rozza, Deutsche, hat 3 Minuten getroffen, glaube ich. Ja, der hat voll das heftige Ding rausgehaut. Aus 20 Metern so. Volley unter die Latte. Und der titscht so nochmal... auf dem Boden, nochmal gegen die Latte, nochmal gegen den Rücken des Keepers, nochmal gegen die Latte und dann versucht der Keeper den irgendwie so krüppelig rauszuholen, aber der, Kreisliga-Tor oder was? Ja, der Schiedsrichter meint so, ja, der war drin. Lol. Schiedsrichter auf eurer Seite heute. Ja. Ja, eigentlich am Spielfeld. Nein. So. Boah, es dauert voll lange mit den Bäumen erstellen, ja, ne? Ja, geil. Ja. Tu komm, das. Mach weiter. Danke. Ja, mach ja, ja, ja. Und? Nein. Ja, nein, genau nein. So. Oh, Fake-Shot. Ja, danke. Oh, scheiße. Dankeschön. Du musst mehr Skills machen, Junge. Geil ist auch, wie du manchmal einen Pass, der beispielsweise 9. Spielminute spielst. Ja. Dann legst du dir den durch irgendwas viel zu weit vor. Dann spielst du denselben Pass in dieselbe Richtung in der 15. Spielminute nochmal. Dann sagst du immer, ah, scheiße, Tastenspeicherung. Kannst dich eben umdrehen und auf das Bett klicken. Ja, wir haben eh nur noch 2 Minuten. Also ich spiele ja 2x 45 Minuten hier. Also Realtime. Jetzt bitte! Es wird dunkel! Jo, Abpfiff. Sonst kannst du dich gleich nicht hinlegen. Ist einfach jetzt ich 2x45 Minuten. Du hast Reflexe wie ein Vogel. Dankeschön. So. 1, warte, 1, 2, 3, 4. Klappt nicht. Wohin tue ich das denn? Mal eben schauen. Es wird hier immer 2 abgespalten. 1, 2. Das kann ich hier nicht drunter, ja. Da. Wenn dieser Dell-Vogel morgen nicht kommt, ne, dann fresse ich aber einen Besen, ey. Echt? Das ist ja cool. Dann mache ich aber ein Video davon. Lade das auf meinem Vlog-Channel hoch. Sehr geil. Sims Vlog. Geiler Name für einen Vlog-Channel. Ja. Ey, Quatsch, Tims Vlogs HD. So. Ja. Oder Tim. In 420 AP. AP? Ja. Ich kenne das auch genauso gut wie du. Oh, Transferangebot für Felix Lang. Ist Felix Lang. Oh, Alter. Okay. FC Helsinger will denn für 350.000. Soll ich
denen geben. 350.000? Ja. Ist ja gut. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe nur verstanden. Ich muss ja erstmal gucken. Und das kann man natürlich hier nicht sofort sehen. Weil ich hatte jetzt ja oder so gesagt. Und voll geflüstert. Ach, der ist scheiße. Der hat. Der ist gesamt 59.